Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist toll, mit euch hier heute stehen zu können und gegen diesen atompolitischen Wahnsinn der letzten Monate demonstrieren zu können. Und dafür danke ich euch auch als Organisatorinnen und Organisatoren, dass wir hier heute zusammen sind. Ich bringe euch die Grüße von einem Ende Niedersachsens an das andere Ende Niedersachsens und ich bringe euch die Grüße vom Ende der Atommüllproduktionskette an den Anfang. Gemeinsam kämpfen wir dafür, dass endlich Schluss ist mit der Atomenergienutzung und das heißt natürlich auch mit Uranabbau, Urananreicherung und Brennelementfertigung. Was bleibt, auch wenn Schluss ist, ist der Atommüll. Und ein Teil davon soll laut Willen der Bundesregierung in das Eisenerzbergwerk Schacht Konrad in Salzgitter eingelagert werden. Atommüll soll in ein altes, marodes Eisenerzbergwerk eingelagert werden, von dem sogar der Präsident des Bundesamtes für Kerntechnische Sicherheit, oder so ähnlich heißt es Base inzwischen, sagt, so ein Bergwerk würde man heute für Atommüll nicht mehr nehmen. Leute, wann ist denn heute, wenn nicht heute? Schluss mit Schacht Konrad. Der Langzeitsicherheitsnachweis für Schacht Konrad stammt aus den 1980er Jahren. Führt euch doch mal vor Augen, wie die technischen Möglichkeiten damals waren und wie sie heute sind. Dann kann man quasi sagen, die Sicherheitsberechnungen sind mit der Hand und mit dem Rechenschieber gemacht worden. Damals war der neueste Schrei auf dem Heimcomputermarkt der Commodore 64 mit 64 Kilobyte Speicherplatz. Heute reden wir über Terabyte, über Smart Home und künstliche Intelligenz. Glaubt ihr denn, dass ein Sicherheitsnachweis noch so ausfallen würde wie damals? Nie im Leben. Schacht Konrad ist ungeeignet. Es gab kein Standortauswahlverfahren und es soll keine Rückholbarkeit geben. Und was das heißt und was es heißt, allen Warnungen zum Trotz Atommüll in ein altes Bergwerk einzulagern, sehen wir doch heute tagtäglich nur 20 Kilometer weit weg von Schacht Konrad in der Asse 2. Gemeinsam kämpfen wir an der Asse und an Konrad gegen die Ignoranz der Bundesregierung, gegen die Ignoranz, sich mit offensichtlichen Sicherheitsproblemen auseinanderzusetzen, gegen die Ignoranz, das immer offensichtlich werdendere Chaos beim Umgang mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen zu beenden und auch gegen die Ignoranz, mit den Betroffenen nicht zu sprechen. Denn die Bundesumweltministerin weigert sich sowohl an der Asse als auch bei Schacht Konrad, mit uns und den Menschen, die das tagtäglich ertragen müssen, überhaupt zu sprechen, obwohl sie mehrfach eingeladen worden ist. So. Ich hab's gleich. Ja. Wir haben im Mai letzten Jahres gemeinsam mit BUND und NABU einen Antrag, ich bin auch gleich fertig, ich weiß, dann können wir unter das Dach gehen, einen Antrag beim niedersächsischen Umweltministerium eingereicht, einen Antrag auf Rücknahme des Planfeststellungsbeschlusses. Ein Atommüllprojekt, das den aktuellen Sicherheitsanforderungen und das dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht entspricht, darf nicht in Betrieb gehen. Wir fordern von der niedersächsischen Landesregierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, unseren Antrag nicht nur zu prüfen, sondern ihm stattzugeben und die Auseinandersetzung mit dem Bund zu wagen. Und wir fordern sie auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, die Brennelementefertigung in Lingen zu beenden. Stopp Schacht Konrad! Stopp die Brennelementefertigung! Schluss mit der Atomenergienutzung sofort!